Hallöchen mal wieder aus dem Spieldurst. Hallo. Der Paul ist auch wieder da. Ich habe Urlaub vorbei. Und wir haben ganz viele Spiele. Yes. Fangen wir mal wieder mit Mosaik hier an, ganz ja, links. Eine Geschichte der Zivilisation. Ich habe noch mit Aurelien gequatscht. Wir haben noch diskutiert, ist es jetzt wie Catan? Habe ich zuerst gedacht, weil Hexfelder und es geht ja auch irgendwie um Siedeln. Aber ich würde eher sagen, dass es sich mehr an Civilization orientiert. Man hat eben eine Zivilisation, die man spielt, versucht die nicht untergehen zu lassen, yes, sondern eher gedeihen zu lassen. Geil. Nutzen wir mal schöne Wörter. Ist das kooperativ? Soweit ich weiß nicht. Nein. Ah, das ist gegeneinander. Jeder versucht seine Zivilisation zur Besten Schnauze werden zu lassen. Richtig Bock. Genau. Das werde ich, glaube ich, auf. Es ist ein schweres Spiel mal wieder. Also es ist viel dabei. Ja, boah, und mit einer Hand kriege ich es kaum hochgehoben. Fette ja, Box, geil. Le Havre. Le Havre ist jetzt nochmal reingekommen. Es hatte ja zweiten Platz bei dem 2009er Deutsche Spielepreis gekriegt. Das ist eine Neuauflage. Also es ist ein Komplettpaket auch einfach. Ja, okay. Man hat hier eben Le Grand Hameau und alle bisherige Bonuskarten. Also geil. Eigentlich das die Big Box von sieht Le Havre. Sieht auch nice aus, das Spiel. Also das muss ich auch sagen, ich habe mir das angeguckt. Ja, jetzt auch ein Spiel, was mir wieder gefallen könnte. Der Uwe Rosenberg macht ja auch manchmal ganz gute Spiele. Ja. So, dann Besserwisser. Besserwisser Family. Oder nee, Familie ist ja auf Deutsch geschrieben. Ja. Ist halt einfach Besserwisser, wie man es schon kennt, nur eben mit familienfreundlicheren Thematiken. Also man hat natürlich dann nichts zum Thema Politik, sondern dann eher über Thema Fernsehserien und über Thema Tiere und hat dann auch noch so eine, ich glaube, vereinfachte Punkteleiste oder hatte die auch so wenige Abschnitte? Ich meine Besserwisser nie gespielt. Ist bei mir auch zu lang her. Aber wenn man eben besser wissen mal mit der Familie spielen möchte. Hey, es gibt Quizspiele für die Familie immer ein gutes Ding, finde ich. Ja. Dann My Island, schon wieder Hexfelder. Denn in dem Fall sind es nicht mehr Quadrate. Beim Stimmt, My City waren es Quadrate, hier sind es ne? Hexfelder. Yes. Man ist jetzt gestrandet auf einer Insel und versucht, seine neue Zivilisation hinzubekommen. Ackerfelder, neue Häuser aufbauen und Wege in den Regenwald hinzubekommen. Und es ist natürlich, wie bei My City, auch ein Legacy-Spiel. Man hat hier verschiedene Kapitel. Die sind jedes Mal für 3 Spiele. Das sieht man hier Spiel 1 bis 3. Da unten haben wir schon 16 bis 18. Es sind noch ganz viele Umschläge unten drunter. Also man hat schon genug Kapitel und das Spiel entwickelt sich immer weiter. Und natürlich hat es auch einen Endlos-Spielmodus, genauso wie My City auch hatte. Ja, geil. Auch meiner Meinung nach auch die ganz logische Weiterentwicklung. Als ich My City noch in der Hand hatte, habe ich mir gedacht, das ist ein gutes Spiel, das wird wahrscheinlich hier einen zweiten Teil bekommen und dann ist eine Island schon auch irgendwie schlau. Ja, nächste. Nächste geht's My Planet. My Planet. My Planet. Terraforming mit Legacy. Wäre geil. Schon fett. Wird sich schon anbieten. Dann Planeten, die zerstört werden hier. Ja, ich mach die Überleitung. Immer, immer. Happy Little Dinosaurs. Alle Dinos werden sterben. Sie sind schon gestorben, das wissen wir. Euer Ziel ist es, als letztes noch übrig zu bleiben. Man kann es eben mit bis zu 4 Personen spielen. Und der letzte Dino, der überlebt, hat das Spiel eben gewonnen. Ist auch mit coolen kleinen Minis hier von den 4 Dinos, die mitspielen können. Und man hat dann natürlich ganz viele lustige Karten. Hier hat man die schnucklige Bedrohung, sind kleine Dinos mit Messern. Es gibt ganz viele Karten, die euch in Gefahr bringen und ihr versucht eben die Gefahren umzugehen. Und dann haben wir hier hinten noch Lacrimosa auf Deutsch reinbekommen. Das ist ja jetzt endlich auf Deutsch rausgekommen. Genau, man spielt als Mäzene und versucht das letzte Werk von Mozart, das Lacrimosa Requiem, eben zu vollenden. Ja, das waren so die Neuheiten für diese Woche. Ihr kennt es wie immer, wir haben viele Sachen hier, kommt gerne vorbei. Wir freuen uns immer, euch zu sehen. Bis dahin, schönes Wochenende. Ciao. Wupsi. Vergessen.
wir haben noch eine neue Kategorie hier. Kölsche Sache. Oder ich krieg's nicht hin. Kölsche Sache. Kölsche Sache. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Genau, wir können, kommen beide nicht aus Köln. Aber die ganzen Sachen hier schon. Oder haben zumindest Muster. Die Sachen kommen. Kommen die aus Köln, das gucke ich jetzt mal nach. Ravensburger Puzzle mit, also mit unseren Bienchen drauf, auch im Kölner Dom, Kölner Quiz und Kölner Musik und Black Stories Köln, Terra Colonia, Kölner Puzzle. Baumeister von Köln haben wir gerade nicht mehr da, aber wir haben noch Quartetts zu Köln und zum FC Köln und Ska zu Köln, also alles Mögliche. Ja, diesmal war es das aber. Tschüss. So. Das war nun schon das Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like. Ich mache mal den Daumen hier. Oder ein Abo. Das freut uns auch immer. Und wenn es euch nicht gefallen hat, gerne einen Kommentar lassen. Wir verbessern uns da. Tschüss. Ciao.